Hi, hier ist der Cracky von Ravioli. Heute zeige ich euch mal, wie ihr auf dem Ryzen 7 2700X den wunderschönen beiliegenden Wraithspire LED-Kühlkörper einfach installiert bekommt. So ein schickes Ding hier, ja, der Wraithspire LED. Ne, Wraithspire LED ist ja gar nicht. Wraith Prism. Goddammit, habe ich es falsch gesagt oder was?